Semi-Sticks bei dem Wetter. Siehst du? Na, jetzt 0 Grad. 0 Grad. Nein, keine Semi-Sticks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Samstagabend und wir wussten nicht, was wir unternehmen. Da haben wir gesagt, weißt du was, wir fahren eine Runde. Osman hinter der Kamera fährt zum ersten Mal mit und ich habe noch nicht gedrückt, noch nicht so richtig gedrückt. Also er weiß gar nicht, was Sache ist. Wir versuchen heute Grip zu haben, weil wir haben heute minus 1 Grad, 0 Grad. Wir haben die Sommerreifen drauf, wir wollten eigentlich die Semi-Sticks drauf machen, aber zum Glück habe ich das nicht gemacht. Deswegen, wir versuchen erstmal Grip zu bekommen, wenn nicht, haben wir nur Spaß. Also seid gespannt, viel Spaß mit dem Video. Bist du noch in der Einfahrphase? Einfahrphase. Ja, zeig mal, was der Lupo drauf hat. So, Osman, du hast noch nicht. Du warst jetzt nicht dabei, ne? Nein, ich war nicht dabei. Ist jetzt die erste Fahrt? Die erste Fahrt, Samstagabend, wir haben nichts zu tun und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, fahren wir eine Runde. Bereit? Ich bin jetzt schon am Zittern. Waren so EBIT mal 160. Krass, ne? Was sagst du, Alter, so, Osman? Schwede, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch am Zittern, ne? Warum? Du schiss das. Aber das jeder, ist der Beifahrer sein wird, dieses Gefühl haben. Aber das ist schon. Das ist schon brutal. Das ist schon brutal, ne? Das ist brutal. Das erwartest du in dem Augenblick gar nicht. Ja, okay, ich muss aber sagen, erste und zweite haben jetzt durchgedreht, aber. Das ist schon krank, wenn er einmal packt hier mit dem dritten. Ich muss schon sagen, vor der Abstimmung, da war das schon krass geil, aber nach der Abstimmung, was ja. Der Mietja da geleistet hat, der ist schon das krank. Ist krass, ey. So, sollen wir mal Autobahn? Boah, hätte ich Bock. Eine Runde? Wir können ja auch auf die linke Bahn gehen und einen auf Grip machen. Einen auf Wolfen Schafspelz machen, mal gucken, ob uns einer ärgert. Ist ja ein ganz normaler Lupo nur. Ist ganz normaler Lupo. Muss ja keiner wissen. Hast du immer noch 1,0 MPI hinten stehen eigentlich? Natürlich. Ja, nee, steht nicht hinten. Rechts, null Grip. Das Ding ist krank. Was sollen die Leute denken hinter uns? Hä? Was sollen die Leute hinter uns denken? Boah, das war jetzt krank. Hast du gesehen? Also das habe ich auch noch nie erlebt, dass er nach links, nach rechts, nach links, nach rechts gegangen ist. Ganz am Schluss. Hä? Okay, ich habe aber auch nie so beschleunigt. Ja, auf Autobahn. Aber hast du schon gemerkt, zweite durchgedreht, dritte durchgedreht. Im dritten war ich immer noch am Durchdrehen. Komplett durchgedreht. Ja. Das ist schon, also was für eine Kraft das Auto hat und ich weiß nicht, wie viel wir beschleunigt haben. Ich glaube bis 180, genau, ja. 180 habe ich Tacho gesehen. Und ich habe den Gas noch weggenommen, wo ich gesehen habe, dass ich so nach links und rechts gehe und das ist krass. Komm, mach mal mit dem fünften, achte mal, wie der kommt. Hast du ja mein Tacho-Video gesehen, da wo ich erst mit dem vierten durchgedrückt habe, genau, und dann mit dem fünften? Ganz genau. Das war krank. Ich finde das krass geil, wie der noch im fünften Gang diesen Booster einfach draufdrücken und er kommt immer noch. Ich habe jetzt gerade auch nicht ganz durchgedrückt.
Also, man darf nicht vergessen, das ist ein Lupo. Und der ist ja natürlich dafür nicht gebaut, ne? Auch wenn das sich sehr, sehr sicher fühlt. Also, das muss nicht nochmal sein. Es ist trotzdem nicht gebaut. Nein, nein. Also, da musst du aufpassen. Ich meine, 0 auf 100 oder 100 auf 200 können wir mal machen. Ab und zu. Aber da hinaus muss nicht sein. Man muss es halt nicht übertreiben. Nein. So, hier, das hier, ne, haben mich auch viele gefragt, ey, warum die nicht funktionieren. Da habe ich ein Eigentor geschossen. Weil der hat hier eine Eisenummantelung gehabt. Und den habe ich mal auf Plus berührt. Da sind alle drei Sensoren kaputt gegangen. Ja, das habe ich geschafft. Die haben funktioniert. Ich glaube, einen Tag oder so haben die funktioniert und dann sind die alle durchgescheuert. Muss ich alles neu machen. Aber da kommt wieso was. Hier auf jeden Fall schöne Grüße an Norman. Er weiß Bescheid. Weil da kommt was. Und sag ich die gleichen wieder oder neue? Nein, nein. Andere. Die kriegen ein Digital-Display. Okay. Aber da kommen wir noch dazu. Hast du da noch andere Sensoren drin oder hier nur? Ja, da wird vieles. Ja, Öl, Wasser, Geschwindigkeit, sehr, sehr viele Sachen. Also halt so ein Rundum-Paket halt, alles drin. Ja. Lass mal noch einen raushauen. Ja, gleich ist es in der Autobahn sehr schön. Da können wir mal ein bisschen beschleunigen. Aber man merkt die kalte Luft, ne? Draußen ist wie viel Grad? 0 Grad jetzt? Minus 1 Grad? Minus 1 Grad, aber man merkt, dass der dann viel, viel mehr Power hat, der, das Auto, ne? So mit 18, 19 Grad draußen, ja. Ne? Kannst du nicht ganz vergessen. Ne, der hat ja so eine kalte Luft vorne. Das ist schon wie Nuss. Dann noch mit dem fetten Ladeluftkühler, ja. Auch noch? Das ist schon wie Nuss, ehrlich. So, hinten haben wir ein Auto. Mal gucken, ob er hinter uns ist. Kannst du ja mal da versuchen aufzunehmen. Dings, Seitenspiegel. Opa versucht uns zu überholen. Mal schauen. Opa versucht uns zu überholen, aber ich glaube nicht. Hä? Nein, ich glaube, ich bleib hinter uns. Macht er nicht, schlauer Typ. Ehrlich, das ist mein Motto. Person und Grundmotto. Hätte ich die Auswahl zwischen Mercedes und Lupo, würde ich einen Lupo nehmen. Jedes Mal. Immer. Und Mercedes kriegst du immer, aber so ein Lupo und 1.8T kriegst du nicht jetzt, zweimal. Jetzt stell dir mal vor, Osman, du fährst jetzt ganz normal damit. Du fährst ganz normal damit, da ist nichts. Du kannst den normal fahren, als wäre es ein Lupo. Ja. Könnte ne, bis auf den Auspuffgeräusch, der natürlich ein bisschen laut ist. Ne? Also man merkt, also der hat einen Schrauben, das ist nicht normal. So, jetzt fahren wir nicht mehr auf Autobahn. Und Osman, dein Statement dazu? Also, was soll ich sagen bis jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hab ich ja schon mal gesagt, dass ich immer noch am Zittern bin, mein rechter Bein. Respekt, ne? Also genau, Respekt. So fährst du alles normal, aber sobald du drückst, kriegst du Respekt. Ne? Was so ein also, Turbo. Ich bin hier einige Autos schon gefahren. Ja, wenn ist du krank. So Mercedes also oder ich sehe schon, ein Mercedes ist hinter mir. Kannst du bitte einmal Spiegel aufnehmen? Einmal Spiegel aufnehmen. Und ich glaube, der will nicht. Der denkt sich gerade bestimmt, er ist eh ein Liter Lupo. Ja. Er wollte mich überholen, hast du das mitgekriegt? Ja, aber richtig. Er so wollte links, dann habe ich gedrückt und dann er so und dann wieder zurück. Er so. Nach der Beschleunigungsspur wollte er drücken. Also. Was war das denn? Hast du es gesehen? Ich sehe immer noch kein Mercedes-Fahrer. Das war so geil, weißt du, das ist so diese Vorurteile. Lupo vor dir, ey, den muss ich mal kurz überholen, weil der braucht jetzt 10 Stunden bis 100. Ja. Den muss ich jetzt ganz kurz überholen. Und weißt du, was das Geilste ist?
Der fährt jetzt Schneckentempo hinter mir. Schneckentempo. Guck, ich fahr gerade mit 80 und der Hobo holt mich nicht. Und fährt hinter uns her auf einer leeren Autobahn. Ja. Das ist schon geil. Jetzt überholt er uns. Weißt du, diese Vorurteile sind so geil, ja. Jetzt guckt er bestimmt noch so voll doof. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Guck das nebenbei aus. Er so, was war das? Und ja. Das ist einfach geil. Das ist krass. Das ist so geil. Du kannst so Leute ärgern. Weil, du hast immer noch Spaß dran, ey. Weil diese zwei Auspuffrohre, die laden, glaube ich, Leute ein. Ey, überholt mich, so, weißt du? Also der Arme. Er denkt, sein Lupo hat auch hier ein paar hundert PS, so. Deswegen. Wie war das nochmal? Ein Endrohr 100 PS? Ein Endrohr 100 PS. Bei mir ein Endrohr 200 PS. Boah, wir machen jetzt so. Er soll mich versuchen zu überholen und dann überholen wir den. Sollen wir so machen? Ja, können wir so einen Wolf in Schwarzpelz mal machen. Guck mal, wir machen das so. Wir machen das so. Er überholt mich, überholt mich, überholt mich. Also, hast du gesehen, wie er gedrückt hat? Er hat mitgedrückt. Er hat gedrückt. Hat er das ist so schön. Ich frage mich, was die Leute dann abends denken. Hör mal, mich hat heute ein Lupo überholt. Also, was tut mein Magen? Also, was war das? Also, das war doch kein Lupo. Das war doch kein Lupo. Du musst dir vorstellen, du gibst 60.000 Euro für ein schönes Auto, ein BMW oder ein Mercedes aus und wirst von einem Lupo überholt. Das ist krass, ne? Ja. Also, wenn du so von einem Lupo überholt wirst, kannst das Auto wieder zurück abgeben. Also, gefährt nach VW. Ich möchte diesen kleinen Wagen haben, ich weiß nicht, wie der heißt. So ein Video müssen wir auch mal tagsüber rausholen. Ich glaube, da wird das noch lustiger. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau. Der war gut. So, wir haben heute einmal eine ganz Runde gefahren, also ganz chillige Runde gemacht heute. Osman, sag mal, wie war das für dich heute? Ein richtig geiles Gefühl. Ne? Hammer, ne? Ja. Ja, das war einfach nur echt sinnlos rumfahren. PS ohne Grund, unser Motto sowieso. Hab ja schon gesagt, ohne, vor der Abstimmung war es dann noch geiler, aber jetzt nach der Abstimmung, ey, brutal. Ne? Man weiß nicht, was dazu sagen soll. Deswegen, wir wollten heute nicht so übertreiben. Haben jetzt gute 20 Kilometer gefahren, einfach mal so ein bisschen gechillt. Ja, das war's auch schon. So, wenn wir uns nicht sehen, wünsche ich euch auf jeden Fall alle einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz. Bis dann, haut rein.